Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet. Wir sind mal wieder in Florida. Und die, die es bei Facebook gesehen haben, die wissen schon warum. Für alle anderen gucken wir jetzt einfach direkt mal in den Kescher rein, würde ich sagen. Denn da befindet sich schon unser Zielfisch, den wir schon gefangen haben. Und hier ist er, einzigartiger Forellenbarsch. 5 Kilo, 10 Gold Belohnung. Das lohnt sich richtig, wenn man die oft fängt. Wie oft man die fängt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, denn wie ihr sehen könnt, habe ich 1, 2, 3, 4 Forellenbarsche gefangen und der vierte war schon eine einzigartige. Also ging es diesmal bei mir relativ schnell. Und wir hoffen einfach mal, dass es so bleibt. Aber erstmal gucken wir uns natürlich an, an welchem Spot wir stehen müssen. Das ist der hier ganz rechts. Und das Wetter ist wolkig, was wir benötigen. Das sonnige, keine Ahnung, wann die da beißen, ob die überhaupt da beißen. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie an einem bewölkten Tag beißen. Und deshalb werden wir das gleich auch an einem bewölkten machen. Aber vorher gucken wir uns natürlich wieder das Setup an, was wir dafür benutzen wollen. Das ist meine Posenroute, wie in den anderen Videos auch. Die Nero 390, Prima 3500, Flu 020er. Reicht vollkommen aus, auch wenn es ein Fisch ist, der 5 Kilo wiegt und die nur eine Tragkraft hat von, lasst mich nicht lügen, 2,7 Kilo. Aber wir kriegen ihn trotzdem rein. Wie, das werden wir sehen, wenn ich den drille. Falls ich in der Aufnahme keinen fangen werde, schneide ich den Drill von dem, den ich im Cache habe, ans Ende von Video. Denn da habe ich das auch schon aufgenommen gehabt. Also sehen wir auf jeden Fall den Drill. Aber ich werde den Drill auch beim Trophy so machen wie beim Unique. Also sehen wir den auf jeden Fall. Tiefe 10 cm. Ist nicht so tief, aber klappt auf jeden Fall. Bei den Augenfleckenkammbarschen ist es auch nur 25 cm oder so, wo die beißen. Beziehungsweise auch 40 oder so. Wahrscheinlich geht es hier auch mit anderen Tiefen ein bisschen tiefer. Ich habe es jetzt mit 10 gemacht. Passt auf jeden Fall. Und wieder unser Freund, die große Elritze als Köder. Und ein 7-0er Haken. Ihr könnt aber auch den 6-0er nehmen, falls ihr den 7-0er nicht kaufen könnt. Ich glaube, der hat ein etwas höheres Level. Ich glaube gar nicht so hoch. Weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Ich glaube, wenn ihr hier in Florida seid, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall kaufen. Also vergesst, was ich gesagt habe. Und nehmt einfach den 6 oder den 7-0er Haken. Packt die Elritze dran. Das Einzige, was wichtig ist, ist halt, die Pose jetzt zu nehmen. Und das ist der Breite. Wo haben wir? Da steht er hier, breit. Ich weiß gar nicht, ob man mit dem Ovalen auch so weit werfen kann. Auf jeden Fall mit dem Breiten geht's, denn wir müssen richtig weit werfen mit der Pose. Und da brauchen wir natürlich ordentlich Gewicht. Und erstmal gucken wir uns hier den Spot an. An dem Steg da hinten, da wo es die Rutenspitze ist, da starten wir. Dann laufen wir einmal nach hier vorne durch bis zur Kante. Und dann sehen wir drei Kanäle. Wenn wir uns nach links drehen, hier erstmal den linken Kanal, dann den mittleren Kanal hier und den rechten Kanal. Und um den wollen wir uns heute besonders bemühen. Alle Konzentration voll auf den. Erstmal spulen wir die Zeit vor, denn die beißen nur von 18 bis 19 Uhr. Zumindest weiß ich nichts von einer anderen Zeit. Also spulen wir mal auf 18 Uhr wieder weiter vor. Am wolkigen Tag. Und dann sehen wir hier, da wo jetzt die blaue Markierung ist, so Seerosen. Zwei Felder. Ein vorderes und ein hinteres und wir müssen einfach hinter das hintere werfen. Also so weit wie es geht ausholen, loslassen und dann fliegt der Köder. Und dann landen wir genau hinter den Seerosen auf 59 Meter. Ich werde es ein bisschen reinholen auf 58. Ich glaube bei 59 geht es auch. Auf jeden Fall so ab 55. Und jetzt sehen wir schon, da kommen die ersten Bisse. Die Bisse kommen echt relativ schnell bei den ganzen Forellenbarschen. Das dauert echt nicht lange. Jetzt ist das fast wieder weg, aber der kommt bestimmt auch gleich wieder. Auf jeden Fall geht das wesentlich schneller als bei den Augenfleckenkammbarschen, wo man teilweise schon relativ lange warten muss. Auch bei anderen Fischen, wenn man Pose angelt, dauert es teilweise etwas länger. Hier hatte ich gerade wirklich relativ schnell die Bisse und das hat nicht allzu lange gedauert. Da kommt jetzt schon wieder der nächste. Und dann hoffen wir einfach mal, dass der gleich den Köder nimmt und wieder den Anhieb setzen können und der Fisch hängt.
kann auch mal die Bremse kurz einen runter machen. Zumindest für den Biss. Danach mache ich sie wieder höher. Und jetzt haben wir den Biss. Ist auf jeden Fall kein Unique. So, und jetzt auf 3. Das ist jetzt fast rot. Aber das macht nichts, solange das nicht zu lang rot ist, ist da keine Gefahr, dass irgendwie die Schnur reißt oder so. Und jetzt einfach wie bei den großen Streifenbarschen bei den Unix auch einfach die Rute seitlich halten, 90 Grad Winkel zum Fisch und dann hier so ein bisschen ziehen. Ihr müsst nicht mal mit der Maus ziehen, ich ziehe jetzt hier mit der Maus, einfach um noch ein bisschen mehr Druck zu machen. Und dann klappt das schon. Und da sehen wir schon Forellenbarsch in Trophäengröße, 4,5 Kilo. Das ist, glaube ich, sogar das Kleinste, was wir fangen können. Denn einen normalen Forellenbarsch habe ich mit der Methode noch nicht gefangen. Also ist uns der Trophäenfisch zumindest schon mal sicher. Und wir versuchen es einfach weiter und hoffen, dass vielleicht noch ein Unique vorbeischaut. So, schön auf die Seerosen wieder. Nochmal kurze Kurbelumdrehung reinholen auf 58 Meter. Und dann schauen wir mal. Da kommt auf jeden Fall schon ein leichter Ausschlag. Jawohl. Die Zupfer kommen auch. Ah, schon wieder weg. Bremse wieder ein bisschen lockerer machen. Ihr könnt ihr auch auf 3 lassen. Ich glaube, beim ersten Fisch habe ich auf 3 gelassen. Dann hatte ich irgendwann mal so einen Mega-Ausschlag, der ging bis zur Hälfte, obwohl der Fisch noch nicht dran war. Da habe ich mir dann gedacht, komm, mach die Bremse lieber mal ein weniger fest. Wer weiß, was da so an den Haken kommt. Spätestens nach dem Biss kann ich sie dann immer noch zumachen, um den dann zu drillen. Der Unique war jetzt auch gar nicht so schwer zu drillen. Der hat zwischenzeitlich, hat er sich mal kurz nicht von der Stelle bewegt. Aber rausbekommen habe ich ihn trotzdem. Also halb so schlimm, wenn er mal kurz nicht will. So, da kommt schon ein bisschen Ausschlag. Die Pose zupft auch. Jetzt muss er nur noch abziehen, der Kleine. Ne, ist wieder weg. Egal, der nächste kommt. Einfach geduldig bleiben. Nicht aufgeben. Fische sind auf jeden Fall genug da. Anstatt der großen L-Ritze könnt ihr auch den Krebs oder den Frosch nehmen. Kostet aber beides dasselbe, von daher ist es eigentlich egal. Oh, da sehen wir schon wieder einen stärkeren Ausschlag. Ging schon fast bis in den zweiten Balken rein. Ich würde mal gerne, dass der hängen bleibt. Dann könnten wir mal gucken, was das für einer ist. Na komm. Na, auch weg. Schade, schade. Aber der nächste kommt schon wieder, stellt sich an. Und auch nicht. Jetzt wollen sie ein bisschen mit mir spielen, aber ich werde auch mit denen spielen. Ich werde das eiskalt durchziehen. Da kommt der nächste, irgendeiner wird schon den Köder nehmen. Komm, lecker Fisch. So saftig, frisch. Da ist er. So. Jetzt die Bremse wieder zumachen. Und dann, wie gehabt, schön seitlich drillen. Hört sich erstmal nicht an wie ein Unique. Aber teilweise kommt das dann noch mitten im Drill. Hört man auf jeden Fall an der Bremse dann, wenn er zuschlägt. Aber ich glaube, das ist keiner. Das gerade hätte einer sein können mit dem höheren Ausschlag. Aber der andere Unique, den ich gefangen habe, der hatte auch nur den normalen Ausschlag. Von daher, wer weiß, was das war. Wir werden es leider nicht erfahren. Der lässt sich jetzt hier aber relativ leicht reinholen. Also vermutlich auch nur wieder ein Trophäenbarsch. Aber auch schon mal besser als nichts. Wir nehmen natürlich alles, was wir kriegen können. Komm hier ein bisschen ran, mein Freund. Wo bist du?
Da kommt er aus dem Wasser und ein 2,9 Kilo, also fast 3 Kilo Forellenbarsch. In Trophäengröße, schon mal nicht schlecht. Packen wir natürlich auch in unseren Kescher. Und dann wiederholen wir das Ganze und hoffen auf den nächsten Erfolg. So, wie weit haben wir? 58, perfekt. Dann können wir es so lassen. Brauche ich gar nichts verändern. Und dann schauen wir mal, da kommt schon der nächste. Also ihr seht schon, das geht hier Schlag auf Schlag, zumindest mit dem Bissen. Ob sie dann hängen bleiben oder nicht, ist natürlich noch die andere Frage. Aber zumindest von dem Bissen her wird das jetzt nicht langweilig. Wie gesagt, Köder gehen auch die anderen, aber kosten auch für 5 Stück 6 Gold. Deshalb nehmt, was ihr wollt. Ich glaube, der Frosch hat sogar höheres Level. Deshalb könnt ihr den eventuell nicht nehmen. Mit Kunstköder soll der auch gehen. Wie genau, weiß ich noch nicht. Werde ich vielleicht ein Video zu machen, sobald ich das weiß. Wenn ich... Na gut, irgendwann auf jeden Fall werde ich eins machen. Außer der ist so schwer zu fangen wie der Zander. Dann weiß ich nicht, ob ich das schaffen werde. Aber ich hoffe auch noch, dass die heute Nacht vielleicht das Update bringen. Denn die haben ja amerikanische Zeit. Dann könnte es durchaus sein, dass das heute Nacht irgendwann erst veröffentlicht wird, weil es für die noch Montag ist. Schauen wir einfach mal. Erstmal hoffen wir jetzt, dass hier ein weiterer Fisch hängen bleibt. Die stürzen sich auf jeden Fall auf den Köder. Aber so richtig hungrig scheinen die im Moment nicht zu sein. Aber solange wir Action an der Pose haben, ist mir alles egal. Ist allemal besser, als wenn sich da gar nichts tut. Und wir können endlich mal wieder ein paar größere Fische angeln. 5 Kilo ist ja schon ordentlich. Müssen wir uns nicht mehr hier mit so Crappy und Bluegills rumärgern. Was ja auch nicht wirklich spannend im Drill ist. Sind die ja jetzt natürlich auch nicht. Außer man hat mal so einen etwas stärkeren Unique erwischt. Der dann vielleicht auch mal ein bisschen Schnur nimmt. Aber stärker als Bluegills ist ja auf jeden Fall alles, was man fängt. Von daher soll uns das recht sein. Mach mal die Bremse auf, vielleicht hilft das doch was. So. Fisch hängt. Wieder seitlich drehen und dann wieder schön pumpen. Den Fisch zu uns hin. Man könnte natürlich auch so pumpen. Aber, da seht ihr schon, das wird gelb. Und deshalb gefällt mir das nicht so gut, wie das seitliche. Klappt auch. Ohne Frage, aber so habe ich keine Gefahr von irgendwelchen Brüchen und Ausschlitzern und was weiß ich. Also, machen wir das einfach so. Sieht nicht so schön aus, weil wir den Fisch nicht angucken können. Aber ist auf jeden Fall effektiv, um den Fisch letztendlich zu landen. Auch wenn er schwerer wird. Und hier haben wir noch ein 5,5 Kilo wäre schön. 2,5 Kilo Forellenbarsch wieder. Aber irgendwo muss ja auch der Große sein. Deshalb raus mit dem Köder, denn nur wenn der Köder im Wasser ist, können wir auch was fangen. Und noch haben wir 20 Ingame-Minuten Zeit für den Tag. Also schauen wir mal, ob wir da nicht noch einen überlisten können. So, diesmal mache ich von Anfang an die Bremse auf, in der Hoffnung, dass der erste... Oh, da war der Ausschlag schon etwas stärker, aber der Fisch ist auch schon wieder weg, schade. Manchmal kommt da so ein stärkerer Ausschlag, der bis zum zweiten Balken geht. Das hatte ich echt noch nie, auch bei keinem anderen Fisch. Zumindest bei keinem auf Pose. Ja, und da habe ich gepennt. Der war relativ schnell auf einmal unten und auch schnell auf einmal wieder weg. Ärgerlich, weil er die Elritze mitgenommen hat. Und das ist auch noch buggy hier, der fliegende Köder. So, wenn er ins Wasser plumpsen lassen.
und dann zu Ende reinholen. Und einfach nochmal neu auswerfen, auf ein neues. Aufgegeben wird nicht. So, schön hinters Gebüsch. Ah, da kann ich sogar noch ein bisschen reinholen. Zack, 58 Meter, perfekt. Und dann heißt es, weiter abwarten auf den nächsten Fisch, der sich da schon wieder ankündigt. Blaue Leiste, oh, der Ausschlag war schon wieder über drei Balken sogar, wenn ich das richtig gesehen habe. Auch wenn er jetzt eigentlich gar nicht so stark aussieht. Gucken wir mal. Ob er hängen bleibt. Ne, das soll er weg. Der möchte nicht. Ah, sieht noch ein bisschen wählerisch. Vielleicht klappt es besser, wenn man dann den 6-0er Haken nimmt. Aber wir wollen ja nur die ganz dicken sowieso haben. Also scheiß auf die kleinen, die den Köder nicht nehmen. Die Dicken sind eh so hungrig, die werden immer Hunger haben. Was Sinn macht, wenn sie hungrig sind. Also, die werden ihn auch mit vollen Anlauf inhalieren. Also hoffen wir mal, dass der gleich vorbeikommt. So, da ist der nächste Fisch. Der hängt. Bremse zu und dann wieder pumpen, bis der Fisch bei uns ist. Aber auch der ist, glaube ich, ja, könnte ein bisschen größer sein, aber ich glaube, Munich ist es auch nicht. Schauen wir mal, was da gleich aus dem Wasser kommt. Bremse ist auf jeden Fall ein bisschen heller als bei den anderen, aber ich glaube nicht so krass. Das reichen würde. Jetzt könnte es vielleicht anders sein. Ja. Schauen wir einfach mal. Jetzt gewinnen wir auch wenig Schnur. Lassen wir uns einfach mal überraschen, was uns da gleich begrüßt. Ja, da bleibt es bei 40 Meter. Wenn wir Glück haben, ziehen wir vielleicht sogar einen aus dem Wasser. Wenn nicht, müsste es auf jeden Fall ein etwas größerer Trophy sein. Also wenn das ein 2,5 Kilo Barsch ist, dann springe ich hier nackt mit den Füßen voran ins Wasser und die Füße sind dabei im Betonkloss und tauche ich nie wieder auf. Also habt ihr vielleicht Glück und ihr seid mich bald los, aber dafür müsste der jetzt hier 2,5 Kilo haben. Das werden wir gleich sehen. In 13 Meter, 10 Meter noch. Gucken wir mal. Könnte sogar fast ein Unix sein. Vom Kampf her auf jeden Fall schon. Kein kleines Exemplar. Und Spannung. Im Ernst. Im Ernst. Gut, dass ich 2,5 gesagt habe und nicht 2,6. Sonst wäre ich jetzt hier auf dem Boden des Sees bei den Alligatoren. Und würde da nie wieder auftauchen. Na gut, 2,6. Das war er nicht. Jetzt haben wir 18,58, das heißt, das wird knappi. Da spule ich mal schnell weiter und werde es noch ein bisschen weiter versuchen. An dem Tag ist aber leider Sonne, das heißt, da versuche ich das gar nicht erst, den können wir direkt überspringen. Auf den nächsten Tag, denn der hat wieder Wolken. Und dann schauen wir mal, ob es vielleicht an diesem Tag klappt. Mit dem einzigartigen Bremse auf. Und dann warten wir ab, was passieren wird. Jetzt sind wir natürlich auf 59, mal kurz 58. So. Einfach zum Selbstvertrauen ein bisschen beitragen, dass da ein Fisch kommt, der die benötigten Maße hat. Also einen muss ich auf den letzten L-Ritzen noch erfangen. Ich bin mit 20 L-Ritzen angereist. Das Gold möchte ich gerne wieder haben. Wobei ich da schon fast zwei für fangen müsste. Weil es 24 Gold gekostet hat, aber gut.
Da ist auf jeden Fall nochmal ein Ausschlag. Der sieht schon mal nicht so klein aus. Aber ich sag jetzt hier gar nichts mehr, wie groß der aussieht, weil sonst bin ich hier gleich wirklich in den Tiefen. Aber der Fisch ist sowieso weg. Also gucken wir mal, ob der sich nochmal blicken lässt. Oder ob der nicht möchte. Ein anderer möchte, wie es aussieht. Auch der will nicht. Geht schon wieder los hier. Als wenn die wüssten, wann man auf die Scheiß-Aufnahmetaste drückt. Wollen sie nur am Köder nuckeln und zupacken, will da keiner. Aber jetzt der hier, der übernimmt jetzt die Verantwortung. Das habe ich im Gefühl. Also enttäusch mich nicht, mein Freund. Ja, gut. Dann enttäusch mich halt doch. Sind wir keine Freunde mehr. Auch gut. Kommt halt der nächste. Ich werde den Köder jetzt nicht eher rausziehen, bis wir hier einen Fisch dran haben. Da ist der nächste, der sich anmeldet. Irgendeiner wird schon wollen. Nimm den Haken, mein Freund, und zieh von dann. Ja, auch der will nicht. Das läuft auf jeden Fall hervorragend. Da kann gar nichts schief gehen. Nehmen wir halt den hier. Vielleicht reichen sie auch den Köder rum und spielen mit dem Simon Says. Und der Verlierer muss dann zupacken. Da ist er. Das ist der Loser und der hört sich gar nicht mal so klein an, ehrlich gesagt. Oh, da könnte man noch mal Glück haben und hier den Unit tatsächlich noch rausziehen. Wenn wir den jetzt hier bekommen, der zieht ab auf 60 Meter. Jetzt geht er ein bisschen runter, weil er auf uns zugeschwommen kommt. Jetzt sind die Spannung verlieren. Das wäre ärgerlich. Ja, das hört sich sehr gut an. Wenn das kein Unique ist, dann weiß ich auch nicht. Jetzt müssen wir den nur noch rausbekommen. Ohne dass uns der vom Köder bzw. vom Haken fällt. Denn das habe ich auch gehört, dass es hier durchaus zu Timeouts kommen kann. Und den bekomme ich jetzt auch nicht wirklich viel näher ran. Aber mit bisschen Geduld und bisschen Beten werden wir das schon irgendwie schaffen. 5 Meter wieder gewonnen. Drückt mir die Daumen, Freunde. 30 Meter noch. Jetzt ist er wieder ein bisschen in Passivmodus gegangen und wir gewinnen ein bisschen Schnur. Noch 20. Spannung steigt. Kriegen wir den raus oder nicht? Da geht mir glatt der Puls. Da soll noch einer sagen, Angeln ist nicht spannend. Aber wir kennen ja den Spruch. Was ist langweiliger als Angeln? Nur zugucken. Aber jetzt haben wir ihn gleich. Noch 9 Meter, 8 Meter. 7, 6, 5. Einfach mal ein bisschen Druck noch machen. 4, 3. Komm, heb ihn raus, mein Freund. Da ist er. Und der sieht gut aus. Einzigartiger Forellenbarsch. 5,1 Kilo. 66 Zentimeter. 236 Erfahrungspunkte. Ohne Premium. Perfekt. Haben wir den doch noch gefangen. Und ich muss sagen, ich habe jetzt auf 9 L-Ritzen, die ich verballert habe, 2 Stück gefangen. Das ist eigentlich eine gute Quote, die ich finde. Nicht so schlecht.
Also bis jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal einen Großteil des Goldes wieder raus, den ich investiert habe. Wenn ich jetzt noch einen fange, dann habe ich ihn auf jeden Fall raus. Also klappt auf jeden Fall sehr gut mit den Forellenbarschen. Brauche ich jetzt den anderen gar nicht mehr reinschneiden. Perfekt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Auch wenn es jetzt noch nicht das Update war, aber ich habe gedacht, komm, den kann ich auf jeden Fall nochmal zeigen. Der hat schön 5 Kilo. Einzigartiger Forellenbarsch. Wollen bestimmt auch noch viele von euch fangen. Und deshalb das nochmal zum Spiel, bevor der Patch kommt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video hoffentlich wieder. Wenn ihr Bock habt, dann wahrscheinlich schon nach dem Patch und mit neuen Fischen. Aber man weiß ja nie, was hier noch alles so passiert. Ich sage auf jeden Fall Petri Heil und bis zum nächsten Mal.